Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren sorgt der steirische Blumenschmuckbewerb alljährlich bei den Gemeinde- und Hobbygärtnern gleichermaßen für Nervenkitzel. Hat sich die harte Arbeit gelohnt? Darf man sich über eine Auszeichnung freuen? Die Stadtgemeinde Voitsberg wurde bereits zweimal zur schönsten Stadt der Steiermark gewählt. 1997 und 2004. Mittlerweile wurde der steirische Blumenschmuckbewerb umgetauft und auch die Bewertung hat sich ein wenig verändert. So erfolgt diese nicht mehr in Punkten, sondern in Floras. Maximal 5 davon können von der strengen Jury vergeben werden. Und die Stadtgemeinde Voitsberg hat es geschafft, als einzige Stadt in der ganzen Steiermark die vollen 5 Floras zu erhalten. Ja, wir haben ein Personal von 7 Leuten, also das ist schon sehr umfangreich und die kämpfen auch Tag und Nacht und die leben das auch, das Blumengestalten. Und wir haben schon im Frühjahr 30.000 Pflanzen und dann gibt es noch einmal einen Wechsel zu den Sommern- und Herbstblühen. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die permanent da sind, die wir nicht austauschen müssen. Aber wir haben halt eine schöne Stadt und wenn jemand mit Engagement das macht, dann ist das umso toller. Die Freude über die Auszeichnung ist natürlich groß. Dennoch will Bürgermeister Ernst Meixner nicht alle Lorbeeren oder in diesem Fall Floras allein für sich und seine Blumenspezialisten einheimsen. Ich glaube, man muss das noch weiter sehen, weil er die Bevölkerung fest mitarbeitet. Und wenn man die eine oder andere Wohnstraße schaut, dann bemüht sich jeder mit Blumen das Areal zu schmücken und das macht es dann schlussendlich aus. Und in diesem Sinne steht bei der Stadtgemeinde auch zu Jahresbeginn, wenn die Blumen ausgewählt und die öffentlichen Plätze neu bepflanzt werden, nicht ein eventueller Sieg beim Blumenschmuckbewerb im Mittelpunkt, sondern vielmehr die damit verbundene Lebensqualität. Eine Stadt ist das Wohnzimmer der Bevölkerung und ohne Pflanzen ginge es nicht. Wir wollen ja nicht zubetonieren, sondern man soll sich wohlfühlen, so wie da in dem Bereich. Blumen sind was Tolles. Und eine Stadt, die zur schönsten in der ganzen Steiermark gewählt wurde, ist auch was Tolles.